So, hallo zusammen. Heute möchte ich euch erklären, wie ihr locker und leicht an ein paar Vampire kommt. Also selbst erstellte Vampire. Man kann sie zwar nicht im CRS bearbeiten, aber man kann sie sich selbst erstellen. Das geht eigentlich relativ leicht. Wenn man keine Vampire auf der Karte hat, kann man auch in Bridgeport jede Menge finden. Wir haben zum Beispiel das CV-Drama. Der Typ hier ist ein Vampir. Können wir uns mal näher angucken, den Herrn. William Fangman ist ein Vampir. Dann gibt es natürlich noch die Familie Oder, Elvira Slayer, die befindet sich hier. Eine Dame, seit über 100 Jahren der gefürchtetste, mächtigste Vampir der Stadt. Wer es glaubt, erzähle ich. Wir haben noch die Familie Hemlock. Ja, Vater, Mutter, Kind. Kinder und Jugendliche können keine Vampire werden. Ab junge Erwachsene, aufwärts, bis ins hohe Alter, ist alles möglich. Ja, sollte man vielleicht bedenken, wenn man jetzt hergeht und einen Jugendlichen nimmt und zum Vampir konvertieren möchte, das funktioniert nicht. Wie gesagt, man kann sie auch nicht im CAS bearbeiten, aber ja, es funktioniert eigentlich relativ einfach. Wir gehen her und schmeißen die Alte quasi raus. Kann man fast sagen. Ausziehen. Oder dann wir können sie auch speichern in der Bibliothek. Mit oder ohne Haus, so geht's auch. Danach wechseln wir zurück auf unsere Map. Ist ganz einfach. Moment, das machen wir mal kurz. So, nachdem wir eine Map geladen haben, also unsere Map, New Sunset Valley, haben wir auch schon einen Herrn uns erstellt, Graf Dracula. Habe ich immer genannt, ich habe gerade gedacht, Frankenstein, aber Frankenstein ist eher Monstermacher. Graf Dracula gefällt mir eigentlich auch viel, viel besser. Das richtige Ambiente, das richtige Haus haben wir auch schon. Da hinten haben wir das Schlafgemach unseres Vampirs im Kellerbereich neben seinem Auto oder seinen beiden Autos. Das eine ist ein Audi, das andere ein BMW. Ist ja auch uninteressant. Wir haben in dem Haus wirklich alles Mögliche. 350.000 kostet die Hütte. Ach, schüttel ich mal eben aus dem Ärmel. Und hier nebenan haben wir auch eine Familie. Was heißt eine Familie? Ein Herr namens Wolfgang Bierbach, ein Vampir, den wir auch gleich besuchen. Die Augen haben wir übrigens auch schon. Die werden sich dann im Spielverlauf, wenn man ein Vampir wird, auch noch ändern. Dann gehe ich mal über in den Spielmodus. Was der Geier, was er jetzt gerade vorhat. Du sollst eigentlich hier hingehen. Danke. Jetzt müssen wir warten, bis das Haus geladen ist. Falls da überhaupt jemand da ist. Ja. Guck, schau, da fährt ein Lamborghini. Ist auch egal. Keiner zu Hause. Alles gut, einen Vampir treffen, das machen wir doch gleich. Gastronomiekarriere einschlagen. So, so, warte doch. Sieh mal einer an. Ja, es dauert ein bisschen, bis die Map geladen ist. Oh! Okay. Oh, the gobbly hurt? Ibekar Bronk. Pele Hornley Blues Ivan Pogdigo. Arpenbu Godwa. Zevga. Doshtiwala ist du Kamdefarg. Trebloda. Also gut. Vampire erkennt man an einem rot umrahmten, also ein Rahmen, rot, leuchtend. Und wenn man diesen Rahmen nicht hat, es ist jetzt ein bisschen beschissen. Hier ist dieses Merkmal. Daran erkennt man einen Vampir. Außerdem an der komischen Hautfarbe, etwas leicht bräunlich. Naja, wenn man sich nicht sicher ist, das Merkmal zeigt auf jeden Fall, dass er ein Vampir ist. Auch dieses
gejagt. Es empfiehlt sich immer, einen Vampir als Freund zu haben. Naja, dann werden wir mal eine Freundschaft mit dem Herrn aufbauen und uns dann beißen lassen. Grimla Chambligo? Jeptajo Webni. Ich mache hier mal kurz einen Sprung. So, Stunden später, jetzt will er hier auch noch schwimmen gehen, werden wir ihn fragen, um Umwandlung bitten. Mal gucken, was er dazu sagt. Unser Freund, unser guter Freund, Wolfgang Bierbach. Die richtige Stelle finden? Jawohl. Mead? Oh! Du hast es gut überstanden, ich bin beeindruckt. Deine Zukunft wird sich jetzt ein wenig interessanter gestalten. Auf nach Hause in unser Schloss. Ich weiß zwar nicht, was er da will, aber hey. Ich würde mal sagen, Fernseh gucken, auch nicht schlecht. Von mir aus. Dann würde ich doch mal vorschlagen, wir lernen eine Fähigkeit kennen, zum Beispiel kochen, Snack essen, Brunch servieren, Waffeln. Ist eine ziemlich große Hütte, ja. Für einen. So, während er jetzt hier kocht, werde ich mal gucken. Was haben wir eigentlich an Fähigkeiten schon gelernt? Gar keine. Ah, ich besitze gar keine Fähigkeit. Stimmt ja. Ist ja ein neuer Sim. Sieh mal einer an. Eine seltsame Verletzung. Eine aus zwei roten Punkten bestehende Verletzung, die nicht schmerzt, befindet sich auf deiner Haut. Vielleicht ist das der Grund, weshalb du dich so merkwürdig fühlst. Wegen Mückenstich. Kann auch Spinnenbiss dastehen. Das dauert jetzt ungefähr einen Tag. Dann kommt die erste Meldung. Ah, Wolfgang geht nach Hause. Jawohl. Normal. Ich würde mal sagen, haben wir eigentlich Hunger? Wir haben keinen Hunger. Reste wegstellen. Und dann würde ich vorschlagen, auch keine Ahnung, haben wir ja nicht Fähigkeiten, ne? Dann würde ich da mal sagen, machen wir noch ein bisschen was. Makaroni mit Käse. Dann ist er schon mal beschäftigt. Ach ja, es zieht sich hin. Hoppala. So. Wir haben die erste Meldung bekommen, der Biss kribbelt ein wenig, der Juckreiz ist gerade so noch erträglich. Das kommt, das ist die allererste Meldung, die wir bekommen. Jetzt müssen wir noch einen einzigen Tag warten und dann findet die Umwandlung statt. So, wir haben die nächste Meldung erhalten. Wo rennt er denn jetzt schon wieder hin? Egal. Diese Hitze, als würde mein Blut verbrennen, wortwörtlich in meinen Adern kochen. Wo bin ich da bloß hineingeraten?
Ach, er möchte Zeitung recyceln. Alles klar. Dann folgen wir ihm doch einfach mal. Es leckt mich am Arsch. Jetzt haben wir auch noch einen netten Vampir. Wir haben einen Dieb. Hier. Wo ist denn eigentlich mein Sim? Ach, da vorne an der Tür steht er. Sag mal. Du solltest doch eigentlich die Bullen rufen. Wo ist der Vogel jetzt eigentlich hin? Das sind ja mein Fernseher mit, ey. Ich wollte ein Tutorial machen für Vampire und nicht für Diebe. Das sind die Bullen. Na also. Donk. Snugas. Ni rampna doi. Dargala. Na, hervorragend. Wenigstens etwas. Dann hoffe ich, dass ich jetzt wieder weiter schlafen kann. Nachdem ich ausgeschissen habe. Schlafen. Oh, Hunger. Auch nicht schlecht. Ja, verpiss dich, du Lappen, und komm ja nichts mehr in mein Schloss, sonst trete ich dir dahin, wo die Sonne nicht scheint. Jetzt hab ich dich, du Dieb. Bleib hier beim Auto, während ich das Haus begutachte. Ja, toll. Ich glaube, das war alles. Alle gestohlenen Objekte wurden in deinem Inventar platziert. Hausinventar. Also gut, Hausinventar. Hoppala, der hat ja wirklich alles mitgenommen. Moment mal. Moderner Ofen, ja.
Fernseher. Was ist denn das? Wo hat denn der das Zeug alles her, ey? Ein Computer hat er auch mitgenommen. Könnte aber nicht mehr. Doch. Nö. Ich hab doch gar keinen Computer. Eine Uhr. Oh, auch nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Dann baue ich ja eine Uhr hin. Cool. Bass. Brauche ich nicht. Okay, was macht denn mein Sim? Er schläft. Na, ist das nicht putzig? Na, schauen wir mal. Ih, was für eine hässliche Fratze. Dr. Zwergnase. Ich bin's, deine Mutter. Oh Mann, ey, im Fernsehen läuft auch nur schöne Serien. Das gefällt dir wieder, gell? Das haben wir gedacht. Ja, der Abspann war, glaube ich, das grauenhafteste am Film überhaupt. Das gruseligste überhaupt war der Abspann, kann man sagen. Furchterregend, furchteinflößend. Gänsehaut pur. Kommt eh nur Wiederholung. Angelfreuden. Susu, servus. Guck, ich hab einen Bär gefangen mit der Angel. Hier, Vogel. Oh. Okay. Oh, ich hab den weißen Hai an der Angel. Oh. Scheiße. Ist der aber klein. Das ist ja mein Fifi größer. Oh. Und sowas guckst du dir an? Ferkel. Ja, schon wieder vorbei. Was können wir denn noch angucken hier? Kids Zone. Sind das hässliche... Was sind das eigentlich? Okay. Osterhasen und Prinzessinnen. Da guckt schau, Robin Hood. Oder war das eine Dame? Nee, hat sich noch nichts getan. Da guckt der Jedi. Ah. Hm. Romantisches Rendezvous. Servus! Jetzt fangen die da wieder an zu knutschen. Ist ja wie bei James Bond. Agentenporno. Grauenhaft, ey. Auch schon wieder vorbei. Wie wär's mit Geheimnisse der Geschichte? Langsam wird's Zeit für unsere Umwandlung. Könnt wieder mal telefonieren. Sim anrufen, plaudern, ausländische Besucher einladen, ne, Ferngespräch.
Jawohl, mach aus. Scheiß Klötze. Bobby Blunt? Achso. Das ist der Dieb. Wolfgang Bierbach, ruf mal unseren Vampirfreund an. Unseren besten Freund. Flip-Lock? Hagenblei. Gaxni. Sieber de Gaxni. Swibwaga, Sir. Absalem de Bobsla. Bedesi Tushdip. Absalo Hesedip. Vapo, Cosby Bindu, Slobo. Exco. Oh, Caldashir. One Dooney Herb, Supon Lamsey Davalo. Ibler Nation. Ibs a Gibbsy Rope. Thurza is a holla balaba. Was machen wir zwei Hübschen jetzt? Duschen, auch nicht schlecht. Okay. Da ist vielleicht auch eine Dusche. Arschlappen. Jetzt geht er nach unten. Ja, wir haben 4 Bäder, also es mangelt uns nicht an Sauberkeit und Wohlgefühl. Da fällt mir ein, ich habe nur ein. Achso, nee, passt. 2 Schlafzimmer habe ich. 4 Badezimmer und nur 2 Schlafzimmer. Das muss man sich mal antun. Nein, ich habe kein No-Nude-Badge drauf. Ich habe auch keine Lust, irgendwelchen Männern beim Duschen zuzuschauen. Ach du. Achso, wir sind ja arbeitslos. Was macht er denn schon wieder hier? Oh, wir haben eine Rechnung bekommen. Boah, 2621 Simoleons. Lass die Zeitung fallen. Hm? Post nehmen. Oh, wir haben Plasmafrucht bekommen. Oh. 3 Stück. Oh. Ups. Ich fühle mich, als hätte ich einen Teil von mir verloren. Und doch fühlt sich jede andere Faser meines Seins so lebendig an. Mich verlangt es nach etwas, aber ich kann nicht sagen, wonach. Es ist wie Durst. Ja, jetzt sind wir Vampir. Voila. Dann können wir das nämlich auch schließen. Ist auf dem Klo. Hervorragend. Gut. Okay, das war's dann eigentlich auch. Mit unserem Vampir. Ab jetzt können wir ihn nicht mehr ändern. Bleib mal stehen. Ich muss es ausprobieren. Also. Eigenschaft für aktiven Sim ändern. Im CAS können wir ihn nicht mehr ändern. Da steht nochmal das oben. Hier steht nochmal das Eigenschaft für aktiven Sim. Das ist jetzt da. Also das können wir noch ändern. Der Rest ist eigentlich verschwunden. Nee, brauchen wir nicht.
Okay. Also wie gesagt, im CRS kann man ihn nicht bearbeiten, deswegen alles vorher einstellen, Stimme, Aussehen und so weiter. Die Eigenschaften können wir auch nachträglich noch ändern. Naja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Vampir erstellen und viel Spaß bei Sims 3. Bis dann. Ciao.